Servus Leute, ja, heute geht die Leipziger Buchmesse los und da nehme ich euch natürlich mit. Ich bin, ja, ihr werdet sehen, alle vier Tage von Donnerstag bis Sonntag auf der Leipziger Buchmesse und jetzt fahre ich los, erstmal Richtung Nürnberg und da treffe ich mich mit die Büchernixen und dann fahren wir gemeinsam von Nürnberg nach Leipzig. Ja, ich hoffe, euch gefällt's. Jo Leute, jetzt sind wir schon auf dem Weg von Nürnberg nach Leipzig und mittlerweile sind die Büchernixen dazugekommen. Sagt mal Hallo. Ey, das Wochenende fängt jetzt gerade mal an, wenn die. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Leipzig und ja, vielleicht melde ich mich nachher nochmal. Aber die ganzen Regale. Aufnahme läuft. Klappe, die erste. Also, du hast meine zwei Arme da nicht gesehen. Ja, wir sind jetzt gleich in Leipzig. Schaut mal, unser Großraum Taxi, Großraum Zugabteil. Ja. Und dann mache ich mich auf zum Hotel und dann zur Messe. Ihr werdet sehen. So Leute, und ja, ich melde mich direkt von der Leipziger Buchmesse aus der Halle 5. Und zwar bin ich gleich mal zu den Lieblingsautoren. Ja, Mara Wulf ist auch da. Und ja, hier stehen der Daphne ihre schönen Bücher. So. Schön. Der Mike ist anscheinend nicht da, aber naja. Das Wochenende ist ja auch noch lang. Das Wochenende ist auch noch lang, genau. Aber jetzt war ich mal da, jetzt kann ich sagen, okay, ich war da. Und ja, wir gucken uns dann ein bisschen weiter um. Ihr werdet schon sehen. Bis gleich. Steffi, sag mal was. Wir warten jetzt auf die Wir können seine Hinterkopf erblicken, aber das war's schon. Mal schauen, kriegt's uns da. Hallo, lass mich gehen. Einfach rüber, ich stehe hier ja rum. Ja, das sind ein paar mehr eigentlich. Mehrere. Solange da noch Tinte drin ist. Das ist wieder für meinen Mann. Ja. D-O-N. Genau. Aha, sondern? Aber er hat sich
Aber, oh, toll. Was ich schon Bücher unterschrieben habe. Aber bitte? Einfach hochgeben und dann legen. Ah, jetzt meine. Ja. Dann schreibe ich was. Silvia vorne mit Y. Heißt du, dass du mir das auch. Den gibt's ja nicht mehr, ne? Das ist ja schon wieder unterhalb. Nee, von dem gab's nur ein Stück. Und dann war's das. Weil du steckst halt nie drin. Wie viele Leute es noch brauchen oder haben wollen. Ja, weil der Buch von Sebastian auch. Ich habe den bei uns im Buch alle zufällig stehen sehen. Die waren am nächsten mit, nehme ich nicht mit. Eigentlich wollte mein Mann damit überraschen. Und dann irgendwann hat er gesagt, scheiß auf den nächsten. Ja, den ersten liest er gerade. Den habe ich ihm jetzt geklaut für die nächsten 4 Tage. Jetzt muss er leider was anderes lesen. Das ist erlaubt. Ich bin so, bitte schön. Sehr gut. Und die alle für uns. Für uns. Kein Gebrauchsgegenstand. Umso verschundener es aussieht, umso zerleser sind sie. Genau. Das ist auch scheiße. Genau, ich glaube, wir haben sonst keinen. Ja, auf jeden Fall. Obwohl Römer ein gute Bücher bastelt. Die kann man lesen ohne Lesebegabung. Ja, gut. Schade. Aber mein Mann hat auch. Ja. Er liest nicht ganz so schnell. Ich lese auch nicht schnell. Also er schafft es gerade von einer Messe zur nächsten. Ja, das wäre bei mir auch. Also ich bestelle jetzt dann schon mal für die Frankfurter Buchmesse ein. Und das holt sich mein Mann vielleicht sogar selber ab. Sehr gut. Vielleicht kriegen die es mal mit auf die Messe. Super. Sollte die Überraschung sein. Hat mich siehst du, dann kann ich heute Abend im Schiller-Theater ganz entspannt da sitzen und zuhören. Ja, hast du schon mal durch. Aber eigentlich ja. Jemand, der Bücher mag. Auch jemand, der Bücher streichelt. Ja. Oder
Das Erste, was meine Tochter macht, wenn sie ein neues Buch kriegt, aufmachen, bieten. Ja. Und schmusen. Bitteschön. Dankeschön. Sehr gerne. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Ja, bis heute Abend. Ach, du wolltest auch heute Abend. Schon gekauft? Ja. Ich weiß. So, nicht vergessen. Das ist der wichtigste Termin, den ich dafür doch. Ja, genau. Mensch, der Tapfer hat alles mitgeschleppt. Ja, bei einer vierstündigen Zugfahrt. Nein. Sauber. Ich bin gestaucht. Alles super. Bücher, färben ab. Ja, Leute, ich bin jetzt in meinem Hotel angekommen. Nettes Hotel hinter mir. Guck mal. Ich bin ein armer YouTuber, ich kann mir nicht mehr leisten. YouTube-Money gibt es bei mir nicht. Ja, hier geht's rein. Das ist quasi eine umgebaute Wohnung. Und die einzelnen Zimmer sind sozusagen hier eine kleine Küche. Hier versteckt sich sogar jemand. Ja, die Mandy von den Büchernixen. Ja, aber nicht, dass ihr denkt, die haben es hier zwar ein Doppelbett, aber nee. Ihr Mama, die kommt auch, die passt. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Die Matratzen scheinen auch einigermaßen gut zu sein. Egal, hauptsächlich aber Bett. Ne? Wir wollten ja eigentlich zu Markus Heinz, aber ja, das Theater ist anscheinend ein bisschen zu klein und dementsprechend kamen wir nicht mehr rein. Tja, jetzt sind wir zum Bahnhof gelatscht und sind in der Bahnhofsbücherei, Buchhandlung. Ja, und was sehe ich, was finde ich? Blütendämmerung. Seerosennacht von Daphne Unruh gleich neben Rubinrot. Ja, wir sind ein bisschen deprimiert, aber ja gut, das will man machen. Ich habe die falsche Brille auf, ich erkenne da nichts. Verdammt.